abzunehmen. Und er ist auch in der Rutscher-Pyrenhaus. Dann voll aufgelacht. Und dann in den letzten zwei Minuten hat so genannt, noch mal schnell auf die Anzeigetafel. Ein ganz knappes Ergebnis hier heute beim Spiel Grün-Weiß-Schwerin gegen unsere Gäste aus Berlin von Pro Sport Berlin 24. Wir möchten natürlich das Wort dem Gästetrainer geben, Herrn Grossmann. Wir wollen eigentlich wissen, an Dramatik nicht mehr zu übersteigen und dann letztendlich doch ein ganz knappes Ergebnis für den Gastgeber und ihr bleibt letztendlich mit 0 Siegen dort. Gut, also die Dramatik, die ist für uns inzwischen keine unbekannte Situation mehr. Wir haben dieselbe Situation gehabt, wo wir kurz vor Schluss mit 3 Toren geführt haben. Ähnlich wie heute, war nicht ganz kurz vor Schluss, aber wir haben ja hier auch mit 5 Toren geführt. Gegen TSC sah die Situation ähnlich aus. Wir sind inzwischen dran gewöhnt, können mit der Dramatik aber offensichtlich immer noch nicht umgehen. Wann wird es denn soweit sein? Ich hoffe, wir hatten ja die Ergebnisse auch letztendlich im Tabellensystem gesehen und in Hook. Das waren ja, glaube ich, auch ganz zum Schluss nur 2 Tore. Also ihr habt euch immer versucht, auch zu Hause oder auswärts teuer zu verkaufen. Ja, also wir sind inzwischen, sagen wir mal, spielerisch in der Regionalliga angekommen. Wir können ruhigen Gewissens sagen, hier sportlich mithalten zu können. Uns fehlt eben, wie man eben ganz deutlich gesehen hat, einfach die Erfahrenheit, dann gegen eine Manndeckung zu spielen. Die 2 Schützen werden rausgenommen, alle anderen haben letztendlich Bolzen in der Hose und bringen das Spiel nicht durch. Also hat Schwerin den Vorteil, die haben schon mal 3 Heimspiele jetzt mit dem Sieg heute gewonnen. Das fehlt vielleicht bei euch auch, um eure Mädels dann letztendlich auch dort weiter zu motivieren. Was macht ihr sonst, außer wenn die Ergebnisse für sich sprechen? Es ist ja jede Woche ein neues Spiel und neues Glück. Ja, wir können halt versuchen weiterzuarbeiten, versuchen mit den Spielern darüber zu reden, wie die Situation sich entwickelt hat. Wir haben eine positive Entwicklung genommen. Wenn man sich jetzt ansieht, wie die Saison verlaufen ist, von Ergebnissen gegen Hook, nicht gegen Hook, gegen Kropp-Tetenhusen, wo wir noch abgeschlachtet wurden gegen Neubrandenburg. Wir halten jetzt mit und irgendwann wird der Tag kommen, wo wir die Spiele letztendlich auch gewinnen. Also bedanke ich mich jetzt mal bei Herrn Grossmann, bleibt noch kurz stehen. Ich gehe mal jetzt gleich rüber zu Andreas Bartlauch. Bartlauch, Sie haben ja noch, oder Andreas, noch ein großes rotes Gesicht. Also die Aufholjagd begann ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 5 Tore Rückstand kurzzeitig, aber dann ging es aber richtig los hier. Ja, na gut, ich wollte ein Zeichen setzen, dass die Mannschaft eben nochmal aufwacht. Und 5 Tore ist ja, ich sag mal, wenn noch 10 Minuten zu spielen sind, doch ein recht guter Vorsprung. Aber wir mussten reagieren und ich wollte sie damit wachrütteln und ich hoffe, das ist mir auch gelungen. Und am Endresultat sieht man das ja auch, dass sie dann mal Gas gegeben haben. Und ja, unser Ziel war es hier, unsere Heimspiele zu gewinnen und das hat heute geklappt. Also Heimspiel gewinnen, das wünschen wir natürlich auch unseren Gästen irgendwann. Wir sagen natürlich heute hier auf der letzten Rille sozusagen 31-29. Wer war denn aus Ihrer Sicht beste Spielerin bei den Schwerinern? Ja, die übliche Küntel war natürlich die beste Spielerin, auch wieder auf der Seite. Bartlau, muss man auch ganz klar sagen, hat viel Druck gemacht, wie immer. Kinscha, die üblichen, die man eigentlich kennt. Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. Kennen Sie schon von Videos. So sieht's aus. Herr Bartlau, und bei Ihnen, Andreas, die besten Berlinerinnen bis zur Verletzung. Hoffentlich hat sie sich nicht Döller verletzt, das war ja die Spielerin mit der Nummer 7. Aber sie hat uns ja dann auch noch ein paar eingeschenkt. Ja, also für mich war die Anna Blödon ausschlaggebende Spielerin bei Pro Sport heute. Und sicherlich klar auch die Nummer 7. Der Name ist mir jetzt nicht so geläufig. Nanine Schumann, genau. Ganz klar, also wenn die weiter so machen, die werden einigen Mitkonkurrenten auch von uns noch das Leben schwer machen und das hoffe ich auch und diese Grüße möchte ich auch noch checken. Ja, also ich meine, die nächsten Spiele für Berlin, also wann geht's oder wie geht's jetzt weiter? Wir haben als nächstes Buxtehude, also eine schwere Aufgabe. Wir spielen halt zu Hause. Buxtehude spielt auswärts. Die erste Mannschaft von Buxtehude spielt ebenfalls auswärts. Wir
hoffen, dass wir letztendlich den Schritt machen können. Wir sind davon überzeugt, wenn man jetzt mal Alt-Landsberg vielleicht außen vor klammert, gegen jeden irgendwo mithalten zu können. Und wir werden sehen, wie sich die Saison weiterentwickelt. Und dann gibt es ja noch ein Rückspiel, denke ich mal, ab neuen Jahr, dann gegen Schwerin in Berlin. Da hat man ja dann was offen. Ja, Schwerin kann sich nur freikaufen gegen uns. Also sprich, wir werden das Ding gewinnen. Hätten wir heute die Tore, die klar waren, reingemacht, dann wäre das Spielergebnis, hätte genauso gut knapp auch für uns ausgehen können. Schwerin war einfach in der Schlussphase, sagen wir mal, präsenter. Es ist so, im Grunde sieht es anders aus. Darf ich sagen, die Anfangsphase war eigentlich sehr gut, aber die Katastrophe beging ja dann los mit Pfosten, Latte. Ich habe ja euch der Bank beobachtet, das ging ja gar nicht. Ja, ist ein Bild, was uns letztendlich bekannt ist. Wir haben immer noch nicht die Kontinuität entwickelt. Es ist in vielen Spielen bisher so gewesen, dass wir vom Chancenreichtum her durchaus besser waren als andere Mannschaften. Nur sie müssen rein, das ist Sinn des Spiels. Also die nächsten Spiele, da drücken wir natürlich erstmal Berlin die Daumen, haut sie alle weg und vielleicht kommt Schwerin dann in Berlin zum Unentschieden. Das ist natürlich ein Traum. So, Andreas, ich gucke jetzt mal schnell nochmal auf meine Zettel. Wir müssen einmal kurz umblättern. Ich habe nochmal angegeben, das nächste Auswärtsspiel ist bei TSV Aufschlag. Und dann hat man ja die große Chance hier noch im alten Jahr. Nochmal zwei Heimspiele hintereinander. MTV Herzhorn und dann die HFUG, wo ja auch Berlin gut gespielt hat. Vielleicht kann ich ja nochmal austauschen, wo die dann zu knacken sind. Aber da hat man ja jetzt die Chance, vielleicht noch irgendwo doch 4 Punkte mitzunehmen. Ja, also ich habe ja schon gesagt, also wenn wir hier zu Hause nicht punkten, auswärts haben wir immer noch unsere Schwächen. Das kann man am letzten Auswärtsspiel sehen. Und in Neubrandenburg, knapp verloren. Beim ersten, okay, das war ja zu erwarten. Ja, in Neubrandenburg knapp verloren. Und ja, aber zu Hause müssen wir eben anfassen und zu Hause haben wir eine Macht. Und das Publikum unterstützt uns hier immer kräftig. Und ich denke, das ist auch Motivation genug für die Spielerinnen. So, und wir bedanken uns natürlich und ich bedanke mich ganz besonders für beide Trainer, die hier noch ganz kurz nach dem Spiel uns zur Verfügung gestanden haben. Eine gute Heimreise, man sieht sich ja dann spätestens in Berlin, wir drücken euch die Daumen, erstmal alle wegzuhauen. Und Andreas, motivier die Mädels weiter. Achso, die Stimmung, wie war die überhaupt? Das können wir ja nochmal beiden fragen. Ja, also ich fand die Stimmung hier sehr gut und wie immer in jedem Heimspiel. Und ja, also im Moment machen wir auch ein bisschen Werbung für unseren Sport, für den weiblichen Handball. Und würde mich freuen, wenn das noch ein bisschen voller wird. Denn Platz haben wir noch ein bisschen. Ich frage nochmal, Gossmann, man nennt ja hier die Hölle an der Reiferbahn auch die Hölle. Ich meine die Turnhalle oder die Sporthalle, die Hölle. Ist das schon bekannt gewesen in Berlin? Ja gut, wir lassen natürlich Freundschaften, die bestehen, durch sowas nicht zerrütten. Wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile. Schwerin ist ja regelmäßig bei uns auch Gast zum Sports-IK. Also wir sind schon, kann man sagen, freundschaftlich miteinander verbunden und dementsprechend ist hier auch die Stimmung nach so einem Spiel. Prügeleien werden hier sicher nicht an der Tagesordnung sein. Wir sind hier nicht bei Hansa gegen St. Pauli. So sieht's aus. So, ich bedanke mich. Wir gehen gleich zurück ins Studio und bis zum nächsten Mal. Tschüss.